Ja, meine Lieben, wer hätte gedacht, dass ich dazu ein Feedback-Video mache? Ja, ein kleiner Feedback, Podcast-Feedback, also Frauenfußball hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Ausrufezeichen, ja oder nein? Ich sag ja, ich finde, dass da jetzt auch nichts Besonderes ist, dass Frauen Fußball spielen oder Basketball, und das ist eigentlich längst hätte geschehen sollen, denn Frauen können ja auch spielen. Aber der Grund, warum man früher einfach das nicht gemacht hatte, ist, weil das halt Männersportarten damals waren. Zumindest hat der Mann sich das eingebildet. Und man hat es Millionen von Jahren akzeptiert. Okay? Mensch entwickelt sich weiter, und früher hat man zum Beispiel Frauen vor 500 Jahren verbrannt oder umgebracht, wenn sie Fußball gespielt haben. Ja, es ist, oder wenn sie irgendeinen Job gemacht haben, der Männer, für Männer eigentlich gedacht war. Man hat das halt immer so gemacht. Es ist halt auch normal, dass der Mensch sich weiterentwickelt, okay? Haben diese 30% oder 35% Körpergewicht Unterschied? Also Mediziner sagen 30% Unterschied Körpergewicht, Muskelaufbau und alles. Und da reden wir von den Luzifernern Medizinern nicht, ne? Also die Hellel, sondern wir reden da von den echten Medizinern, die das beweisen, dass das so ist. Ja, dadurch können Männer flüssiger spielen, schneller spielen, Basketball auch. Aber, und jetzt kommt ein Aber, wir müssen immer bedenken, dass nicht jede Frau eine Barbie-Puppe mag und dass Frauen einfach auch nur Menschen sind wie jeder Mann, und seid mir nicht böse, aber diese Stereotypen mittlerweile für mich langweilig geworden sind. Ja, auch bei uns Juden haben wir uns weiterentwickelt und wir haben Rabbinerinnen. Klar, es gibt immer noch das orthodoxe Judentum, ich bin mehr so former Jude oder modern Jude, weil ich da halt eben modern denke. Aber sei es drum, nichtsdestotrotz haben wir uns noch weiterentwickelt, und das sollte man auch Frauenfußball akzeptieren. Man sollte es, man muss es nicht, okay? Man muss es auch nicht schauen, jedoch sollte man begreifen, solange wir immer nur in einer Schiene fahren, werden wir nie wissen, weshalb es nicht früher schon war, anerkannt. Und wir hatten es versucht in der Schule mit meine Lehrerin, die revolutionär war, mit ihrem Ehemann. Frauen, also Jugendfußball war das, wir waren noch in der Schule, so ich glaube 5., 6., 7. Klasse. Man hat es ja versucht, aber wenn dann Frauen geil, also Mädels, im Endeffekt ist es normal, so 13, 14, 15 sind, und wenn dann die halt schwitzen und ihre Brüste schon an jungen Jahren wackeln und der Junge ist 14, 15 und in seiner Pubertät, und dieses Mädchen sieht noch verdammt gut aus und ist noch halbnackt. Mein lieber Schieber, was da passiert ist, die meisten Jungs, die haben sich gewundert, ups, was ragt denn da raus aus meiner Hose? Das kann man schon sagen, was da passiert ist. Nicht jedes Mädel war wie in der wunderbaren Pornoindustrie. Meistens sind sie ja über 18, aber spielen die Tänze. Und hat sich gesagt, oh, ich werde dir helfen. Wir sind zwar 14 und 15, aber egal. Ne? Wir machen das schon, dass es passt. Leider ist das nicht so. Und das war der Grund, warum tatsächlich dann beide, also mein Ehepaar, gesagt haben, okay, da ist uns jetzt wirklich Blödes passiert. Da haben mehr als die Hälfte Ständer, und tatsächlich haben es zwei getrieben gehabt, die wurden erwischt. Guter Kumpel von mir, den ich jetzt nicht nenne, namentlich, außer also, das ist schon länger her. Und naja, die wurde später schwanger mit 14 und er mit 15 Vater. Juhu, hätten wir es doch vorher schon gewusst. Das ist auch der Grund, warum es man getrennte Kabinen nennt und warum es man getrennte, Mannschaftskabinen oder zum Geschlechter nennt, dass man halt eben Frauen und Männer nicht zusammenmischt, sonst treiben die es eher, als weiter Fußball zu spielen. Man stelle sich doch diesen Gedanken vor. Ja, das war's dann auch von mir. Ich halte es kurz. Abonniert meinen Kanal, liked meine Videos. Ein bisschen Satire und Humor
muss sein und den Rest, den lasse ich eure Fantasie spielen.